David Becker heute wieder Kapitän des FK Pirmasens auf der 6 eingesetzt, zusammen mit Adam Busit. Der musste allerdings gleich verletzt wieder raus. Trotzdem aufopferungsvoll gekämpft und gegen den klaren Tabellenführer nur 1-0, sage ich jetzt mal nur, 1-0 verloren, obwohl ihr eine super letzte Viertelstunde hingelegt habt. Sehe ich das richtig so? Ja, es war ein bisschen ärgerlich, dass wir in der ersten Halbzeit das Gegentor bekommen. Ich denke, insgesamt war es eine gute Leistung von uns. Wenn es hier länger 0-0 steht, kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Räume nach vorne. Ja, es blödes Gegentor, teils auch auf meine Kappe, weil ich einen Zweikampf an der Seitenlinie verliere. Das darf halt nicht passieren. Und dann fängst du gegen die Spitzenmannschaft halt das Gegentor. Ich habe mir hier aufgeschrieben, David Becker wurde von Ibrahimi überspielt. Und dann kam der Sascha Hamann etwas zu schnell eigentlich als Feuerwehrmann an und ist an dem vorbeigelaufen. Und da kam es zu dem natürlich wunderbaren Hackentrick. Da kann man nichts dagegen machen, oder? Ja, es war dann im Endeffekt gut gespielt, aber außen den Zweikampf darf ich nicht verlieren. Dann passiert es in der Mitte erst gar nicht. Und Sascha muss natürlich aufpassen im 16er, dass er nicht zu schnell hingeht, sonst gibt es halt Elfmeter. Von daher nehme ich das Tor schon auf meine Kappe. Aber es liegt ja nicht an einer Person und an einer Chance, solch eine Niederlage. Da gehört ja die ganze Mannschaft eigentlich dazu. Die ganze Mannschaft muss ja auch verteidigen. Mit der Hereinnahme von Patrick Freier war für mich ein bisschen mehr Spiel nach vorne, ein bisschen mehr Druck nach vorne im Spiel. Siehst du das auch so? Ja, das ist richtig. In der Halbzeit liegst du 1-0 hinten. Dann hat der Trainer natürlich ein bisschen umgestellt, ein bisschen mehr auf die Offensive gesetzt und mit Patrick nochmal einen schnellen Mann vorne reingebracht. Und dann war es natürlich nach vorne auch ein Stück einfacher. Das stimmt schon, ja. Eine Frage zur Moral in der Mannschaft. Wir müssen jetzt zum Tabellenzweiten noch. Elversberg wird bestimmt genauso schwer. Werdet ihr, falls eine Niederlage, muss man ja dort einkalkulieren, wenn ihr dort wieder die Punkte lasst. Bei den zwei wichtigen Spielen in Homburg und gegen den FC Kaiserslautern, die haben heute 3-0 in Walldorf verloren, zumindest Stand jetzt, hoffentlich nicht die Köpfe hängen lassen. Nee, das glaube ich nicht. Ist jetzt schon das dritte Jahr Abstiegskampf. Und wir stehen immer wieder auf, so wie wir das die Jahre zuvor auch gemacht haben. Die Moral ist gut, in der Mannschaft stimmt es, mit dem Trainer stimmt es. Und wir werden da weitermachen bis zum Schluss, um die nötigen Punkte einzufahren, dass wir nicht absteigen. Okay, dann hoffen wir das Beste für die 6 Pflichtpunkte, die wir noch holen müssen. Und vielleicht kommt ja noch der eine oder andere dazu. Danke dir, David. Ebenso, danke. Der Dritte eigentlich nur 1-0 gegen den klaren Tabellenführer heute verloren. Dieses verdammte eine Tor hat uns das Genick gebrochen. Ja, ich glaube, das war die einzige Szene vor der Pause, wo wir einen Tick weit nicht aufmerksam genug waren, ein schlechtes Zweikampfverhalten hier an der Seite hatten. Dann machen sie es auch technisch gut mit der Hacke 1-0. Ja, und dann haben wir vor der Halbzeit eigentlich auf Augenhöhe agiert. Chancen auf beiden Seiten waren eigentlich vor der Pause wenig. Es waren kaum Strafraumszenen eigentlich zu sehen, weder von, du hast ja gesagt, weder von Waldhof Mannheim noch von uns. Für meine Begriffe haben wir etwas wenig Druck nach mit dem Can Özer vielleicht nach vorne entwickelt. Das ging dann in der zweiten Halbzeit mit Patrick Freier besser. Ja gut, wir sollten ja nicht vergessen, dass wir heute gegen Waldhof Mannheim gespielt haben, nicht gegen irgendeine Mannschaft, die im hinteren Drittel steht oder irgendwo im Mittelfeld. Da wollten wir jetzt etwas stabiler anfangen, etwas defensiver agieren. Das haben wir auch gut hinbekommen. Klar, sehe ich genauso wie du nach vorne. Da haben wir nicht diese Entlastung oder diese Präzision auch in unseren Bällen, um dann vor der Pause mal gefährlich zu werden. Ich habe mir hier aufgeschrieben, David Becker, heute Kapitän, wurde an der Seitenlinie überspielt und dann kam die Feuerwehr etwas zu schnell eigentlich mit dem Sascha Hamann. Der ist da am Gegenspieler vorbeigerannt und konnte den Ibrahimay verlanken lassen und der Koop hat dann ein herrliches Hackentor gemacht. Wird sich aber nicht ganz vermeiden lassen in 90 Minuten. Ja, wie schon gesagt, das war die eine Situation vor der Pause, die wir unaufmerksam waren. Die auf der Seite haben 2 gegen 1. Ibrahim macht das überragend gut. Der Abschluss im Zentrum mit der Hacke war natürlich auch überragend. Da sieht man, welche Qualitäten das Team vom Waldhof hat. Und sagen wir, unterm Strich bin ich mit der Mannschaftsleistung heute zufrieden. Wir haben uns im Rahmen bewegt, wo wir uns bewegen können. Wenn die Waldhöfer nach der Pause ihre Möglichkeiten besser ausspielen, dann kriegt die vielleicht schon früher durch. Hinten raus hätte ich mir gewünscht, dass so ein Ball mal noch reinrutscht. Durch unsere langen Bälle, durch den Kopfball vom Ossi haben wir noch eine Möglichkeit, hier ins Tor zu erzielen. Aber unterm Strich geht der Sieg in Ordnung. Geht in Ordnung. Die Waldhöfer sind auch sehr zufrieden, wie ich sehe. Die Fans, die ja zahlreich gekommen sind,
das 1:0. Ich habe die im Fernsehen dreimal jetzt hintereinander gesehen. Und wenn die bei einem Abstiegsaspiranten zufrieden sind mit dem 1:0, ist das ein Kompliment eigentlich für deine Mannschaft. Jetzt kommt ein schweres Spiel in Elversberg, auch Aufstiegskandidat. Und dann haben wir zwei Pflichtspiele eigentlich gegen FCK, zwei. Und das eine noch in Homburg, die stehen auch hinten drin, heute glaube ich verloren. Da musst, ja, dann musst du was machen, damit die da fit sind gegen diese Mannschaften. Erst spielen wir erstmal Elversberg und dann gucken wir, dass wir da etwas Zählbares mitnehmen und dann konzentrieren wir uns auf die nächsten Aufgaben. Für uns gibt es in der Klasse keinen leichten Spiel, das kann ich jede Woche wiederholen. Wir müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen und wenn die alle unsere Leistung abrufen, wenn jeder an der Grenze spielt, und dann haben wir auch eine Möglichkeit, gegen jede Mannschaft in der Klasse zu bestehen. Und heute, wie gesagt, sollte es einfach nicht sein. Okay, ich habe verstanden. Wir sehen wieder von Spiel zu Spiel und vielleicht klappt ja in Elversberg dann auch noch was. Ich danke da, Peter. Gerne.